torlos nach Hoffenheim. Mensch, Werder, was war denn da beim Abschlusstraining los? Viele, viele Chancen, aber keine Tore oder vielleicht doch ein Tor? Das war schon ganz witzig. Das Training war zu Ende und dann kam Marco Friedl und Thomas Horsch, der Co-Trainer, kam auf die Deichstube zu und sagt, ihr habt das doch gesehen. War das jetzt Abseits oder war es kein Abseits? Es ging um die Szene mit Josh Sargent, der nach einem abgewehrten Schuss von Davy Klaassen abgestaubt hatte. Und Horschi, so heißt der Co-Trainer mit Spitznamen, hat auf Abseits entschieden. Das fand Friedl da nicht so gut nach dem Training zumindest. Kam er an und sagte, habt ihr Bilder, habt das gesehen? Und wir haben uns spontan dafür entschieden, nach Videobeweis, seht ihr selbst die Bilder, guckt nochmal genau hin. Ja, ich würde sagen, das war ganz klar. Ja, müssen wir nochmal den, wir schalten nochmal den Videokiller nach Köln. Also wir können es nicht sagen. Wir können es wirklich nicht sagen. Tut uns leid, Marco Friedl, tut uns leid, Thomas Horsch. Ich würde aber eher zu Abseits tendieren, aber tendieren, das machen sie ja in Köln und beim DFB. So, schnell weiter zum Spiel, zum Training, zum Abschlusstraining für das Spiel am Samstagnachmittag in Hoffenheim, was so wichtig ist. Schlechte Nachricht gleich nach dem Aufwärmen oder beim Aufwärmen noch. Martin Hanig trottete vom Platz. Der sah gar nicht gut aus. Der war mit Pudelmütze aufgelaufen. Da haben wir uns schon alle gewundert. Na, tolles Wetter ist es hier gerade nicht in Bremen. Nieselregen und sowas. Aber braucht man da eine Pudelmütze? Ja, doch braucht man, wenn es einem nicht so gut geht. Kopf- und Gliederschmerzen hatte er schon so ein bisschen vom Training, so ein Unwohlsein. Hat es aber trotzdem probiert, wie uns Florian Kohfeldt, der Trainer, anschließend erzählt hat. Ja, aber nach ein paar Minuten hat Martin Hanig dann gemerkt, das macht keinen Sinn. Hier ist irgendwas im Anmarsch, wahrscheinlich eine Erkältung, vielleicht sogar eine Grippe. Der ist reingegangen und wird zwar wieder rauskommen, aber dann nach Hause wahrscheinlich sich auf die Couch legen. Mit nach Hoffenheim, nach Sinsheim genauer gesagt, wird er nicht reisen mit der Mannschaft, der bleibt zu Hause. Ihn wird Aaron Johansson im Kader ersetzen, hat Florian Kohfeldt schon verraten. Und es kommt noch einer mit Davy Klaassen. Jetzt werden alle fragen, was will der denn in Sinsheim oder in Hoffenheim beim Spiel? Der ist doch gesperrt. Ja, hat Florian Kohfeldt gesagt. Der Davy, der hält das auf der Couch nicht aus. Der wollte mit, hat darum gebeten, trotz seiner Gelbsperre dabei zu sein. Darf er natürlich auch, wird natürlich nicht im Innenraum sitzen, weil da dafür hat ja Marco Reus natürlich schon 50.000 Euro Strafe zahlen müssen, weil er das im Weserstadion gemacht hat. Also, Werder passt da auf, spart sich dieses Geld. Aber Davy Klaassen ist trotzdem als Motivator mit dabei. Und das kann man, den kann man natürlich sicherlich gut gebrauchen, den Holländer. Wobei ich ihn noch fast lieber oder viel, viel lieber auf dem Platz sehen würde. Dort wird Max Kruse stehen. Der hat anschließend mit dem Trainer noch lange gesprochen. Haben die diskutiert, etwa über die Taktik. Haben die vielleicht diskutiert über den neuen Vertrag. Ist da vielleicht schon alles klar? Macht euch selbst einen Eindruck, ihr könnt die Bilder sehen, wie sie runtergegangen sind, aber ich muss dazu sagen, das ist fast nach jedem Abschlusstraining so. Aber schöne Bilder sind es trotzdem. Schöne Bilder gab es auch von Theodor Gebrselassie, der hatte ja so ein bisschen Probleme mit seinen Beinen, beide so ein bisschen instabil nach so vielen Spielen in dieser Saison, weil der Tscheche irgendwie ein bisschen platt, hat deswegen mal ausgesetzt. Jetzt ist er wieder dabei, der sagt, das sah ordentlich aus, der ist wieder fit, der Tscheche, und der ist wichtig für Werder, der ist so wichtig und wird dann die rechte Seite wieder rauf und runter marschieren. Das ist auch bitter nötig, denn in Hoffenheim, da wird es zur Sache gehen. Da bin ich mir ganz sicher. Das wird ein ganz, ganz heißes Spiel. Ich werde keine Tipps mehr abgeben. Das ist mir verboten worden. Also keine neuen Tipps. Ich bleibe bei meinem alten Tipp. Und das habe ich schon immer gesagt. Wer da schafft es nach Europa, irgendwie wird das klappen. Wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr meiner Meinung seid, schreibt es einfach unten drunter in die Kommentare. Ich würde mich freuen, auch mal über ein bisschen Unterstützung, weil ich kriege ja schon immer ganz schön viel Lack dafür ab, dass ich so positiv bin. Aber wenn ich positiv denke, der kommt auch nicht nach Europa. Also, alles zum Spiel. Lest dir am Samstag in der Deichstube, deichstube.de oder in unserer App. Runterladen, Spaß haben. Naja, und dem Live-Ticker geht es dann wieder so richtig ab. Ab Samstag Nachmittag, 15:30 Uhr ist Anstoß. Ich freue mich. Tschüss.